Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft Zelda Adventure! Wuhu! Warum das immer nebelig wird, das mich zum Kotzen, aber das habe ich schon öfter erwähnt. So, ich weiß nicht mehr, wo es lang ging. Die Karte hilft uns sicherlich. Mir hilft sie gerade kein Stück. Obwohl, First Dungeon sind wir schon lang gegangen. Hä? Da ist doch hier irgendwo der Hiersee. Ja, und eventuell mal... Sollte ich eine Stoppo anschmeißen, damit ich weiß, wann die 15 Minuten wieder rum sind. Das ist ja immer das Nervige hier dran. Auch okay, jetzt geht mein Handy nicht mehr an, Alter. Das ist... Okay, nevermind. Falsche Richtung. Ich möchte jetzt nämlich wieder zurück in die Gerudo-Wüste. So. Und zwar habe ich nämlich etwas mich rumgelesen. Ja, den Bogen soll es dann doch nur wirklich da hinten erhalten zu sein. Whatever, wie man das nennen möchte. Ich finde den Weg nicht mehr. Na egal, es kann eine Weile dauern suchen. Hier ist Schnee. Ist da Pilze? Ja, scheiße. Egal. Hier ging es glaube ich raus, ne? Nein, genau, hier geht's lang. Ich bin nicht sicher, wo ich hier lang laufe. Aber ich hoffe mal irgendwo, dass es hier zum richtigen Weg geht. Irgendwie der vierte Dungeon, da musste ich hin. Das war aber auch nicht hier. Das war noch ein weiteres Stück hier hinter oder hier lang. Ne, da war das Auge, Mensch. Echt schrecklich, wenn man hier eine Weile nicht spielt, dann ist man total raus. So, da ist das Häuschen gewesen. Oh, hier muss es glaube ich lang gehen. Ja, hier ist der vierte Dungeon. Sackgasse, genau hier geht's lang. Nicht, dass ich hier wieder unnötig gegen ein Monster kämpfe. Darauf habe ich ja nur wieder keine Lust. Und ich denke, keiner von euch ebenso. Könnte ja wieder ewig lange Zeit dauern. So. Und ich habe mich rumgelesen wegen dem Bogen. Den soll es hier irgendwo in der Gerudo-Wüste. Ich mache jetzt die Textur nicht weiter. Das lasse ich so. Sortierung von der Wüste geben. Deswegen werde ich den jetzt noch ein bisschen suchen. Oh. Okay, suchen wir jetzt schon mal das hier ab. Ein Auge, also kann ja schon mal der Bogen gar nicht sein. Und wenn der irgendwo hoch kann. Aber der Gerudo-Wüsten-Sound ist schon richtig geil, ey. Schön umgucken. Hier brauchte ich die Bomben. Hier habe ich die Bomben herbekommen. Oder da bekomme ich die Bomben irgendwann her. Die aber merkwürdigerweise nicht mehr da sind. Das ist echt kacke. Eventuell brauche ich die aber. Und deshalb ist natürlich ärgerlich, wenn ich das alles von vorne machen müsste.
Ja, und sieht so aus irgendwie, ne? Aber warum verschwinden die Bomben einfach? Ich hab die nicht mal im Inventar, oder? Ich hab Slime Balls höchstens. Das sind aber bezweifle ich nicht die Bomben. Gut, also eventuell muss ich jetzt nochmal alles komplett vorne machen, weil verdammt nochmal die Bomben weg sind. Und irgendwie habe ich gelesen, dass man die Bomben mit dem Bumerang holen kann. Und ohne die ist natürlich ganz doof. Hier sind keine Bomben, ich sehe sie jedenfalls nicht. Slimebots sind nicht die Bomben. Soweit ich das weiß. Hier brauche ich die Bomben. Kann ich vielleicht irgendwo einen Slime platzieren als Tribut? Anscheinend nicht. Eine. Ups! Ich hielt mich. Mal wieder vollständig anscheinend. Ist natürlich sehr doof, warum diese dämpfen Bomben weg sind. Die sind am Anfang gewesen. Ich weiß es, ich habe sie ja gesehen. Aber nachdem ich dann. Alles gleich dann. Ihr habt's gesehen, oder? Die sind auf einmal gespawnt. So, wir haben 6 Bomben. Auf geht's. Dim, 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 dim. Oh yeah, 6 Bomben! Wuhuhu! Kann ich mal die Scheiße sprengen, falls hier was zu sprengen war? Ich glaube aber nicht. Ich bin einfach nur in die falsche Richtung gelaufen. Ja, und solange ich nicht endlos Bomben habe. Und hier, der Bomber kann stunnen, so wie ich das weiß. Bleib doch mal stehen, Mensch. Ah ja, sehr interessant. Wenn er wieder zurückkommt. Bleiben die einfach mal in der Luft stecken. Okay, also bleibt mir das erspart. Das nochmal komplett von vorne zu machen, finde ich sehr gut. Können wir also hier jetzt die Wand aufsprengen? Wenn es hier war, weiß ich gar nicht, gibt so viele Wände. Aber sieht so, glaube ich, sehr stark nach der hier aus. Okay, sieht ja ein bisschen nach dem Dungeon aus, aber. Der Bogen! Woohoo! Oh mein Gott! Fuck. Hoppla, jetzt haben wir ein Schwert weggeschmissen. Möchte natürlich auch nicht. Eventuell muss man da ein bisschen was vorballern hier. Kann man hier so da was machen? Und man könnte es natürlich so machen. Finde ich auch nicht schlecht. Oh mein Gott!
Alter, ich ohne Mist, ich werde ja irgendwann noch am Herzinfarkt sterben. Meine Pfeile, gib sie mir. Okay, an den Bumerang habe ich jetzt auch gar nicht gedacht. Auch nicht schlecht. Alter Schwede, haben die mir gerade einen Schrecken eingejagt. Holy fuck! Okay. Das erste, was ich da machen werde, ich werde jetzt nicht viel geschichtlich weitermachen, ich werde ganz kurz zurücklaufen. Wenn das hier zurück ist, ja. Und zwar werde ich jetzt anfangen an die ganzen Dungeons nochmal durchkämmen. Ich habe bis zwei Augen. Oder drei. Mach mal zwei draus. Ich weiß, wo die sind. Und werde da ganz fix hinlaufen und ja, die Augen machen. Einmal halt im Dungeon 1, der Anfang direkt. Und einmal. Na komm, ich wollte mal töten. So, unsere Hidden-Erfahrung steigern. Und zwar einmal noch dieses eine andere Ding da. Ihr wisst, was ich meine. Ich geh mal weg. Da werde ich nicht lang. Wuhu! Im Kokiri-Wald. So, einmal hier hinten lang. Da bin ich schon wieder falsch. Und bin ich da richtig? Ah, okay. Hier bin ich jedenfalls schon mal richtig. Und ich glaube doch, der erste Dungeon war im Dörfchen. Habe ich ihm direkt ins Auge geschossen. Macht man zwar nicht, aber ich hole mir jetzt noch eine Schaufel. Was auch immer ich damit machen kann. Ich kann schaufeln? Hä? Okay. Nevermind. So. Und einmal in den Kokiri-Wald. Da bin ich schon wieder zu weit. Da, wo war das Holztürchen? Da ist es doch. Irgendwo in den ersten. Ach ja, hier war außerdem irgendwo eine Bruchstelle, wo man die Bomben platt. Da ist was Brüchiges. Was haben wir denn da? Wow. Ich brauche zwei schwarze Knochen, um ein anderes Ding zu bekommen. Good job. So, geht es hier lang zum ersten Dungeon? Ich hoffe mal, ich laufe ungern unnötige Wege. Und es sieht sehr nach dem Dungeon aus. Super. Okay, bevor wir da reingehen, noch ein kurzer Schnitt. Ich denke, die 15 Minuten sind rum. Und wir sehen uns gleich wieder hier vor dem Dungeon, im Dungeon, whatever. Also, bis gleich, euer Doug.